Servus Burschen, wir sind wieder back und wir befinden uns wieder in der Dax Factory, heute mit einem ganz speziellen Projekt. Alle haben sich gewünscht, der Taronda gehört einmal aufgebaut, Taronda 7000 Euro, Taronda Investment Dax. Was ist passiert mit dem 7000 Euro Taronda Investment? Also wildes Projekt Dax, ich tue gleich die Kamera schwenken, ich interview dich da jetzt so schnell einmal. Ja. Und zwar Dax, was ist da alles am Werk? Da ist ja ziemlich viel, es ist ja Adi-Block da. Adi-Gehäuse. Ja. Membran aufbauten. Ohne Ständer. Ja. Membranblockaufbau. Ja. Stark. Schreinerkurbeln. Schreinerkurbeln? Aus der Schweiz. Teile aus der Schweiz. Ja, der Schreiner, der Schreiner. Und da kommt da der Rand rein. Ja, aber du hast es schon gesagt, du hast da ein wenig was anderes geplant. Also nicht schlicht der Rand, sondern ja, mit Langhub, gell? Mit Langhub. Ja. Das heißt, wir müssen bei einem Zylinder ein wenig was wegnehmen. Ja. Ich hab da schon vorher gemessen, dass wir wieder auf die originalen Steuerzeiten hinkommen. Ja, ich hab mir schon gedacht, da ist ein Gratscheimer rum, das ist sehr verdächtig, ja. Und du hast schon was vorbereitet für uns, oder? So wie bei der Kochsendung. Kommt mit, eingespannt. Da messen wir jetzt, das ist ein Zylinder, der ist ein wenig unbearbeitet gekommen auf der Fußseite. Ja. Der ist noch extra lang gewesen. Okay. Jetzt müssen wir da 3 mm wegnehmen. Ja, und du hast das schon fix fertig eingespannt und der ist unterfangen. Mit dem starten wir jetzt gleich das Video ein, oder? Genau, da haben wir da. Let's go. My mind run deep in my thoughts when I didn't have it. Sleeping on the floor, wishing it was a mattress. Now I'm in Hollywood with actors and actress. Where everybody bougie, latest trends and fashions. I'd rather keep it a buck, 100 if you ask me. I was trying to pay the bills just like last week. I was trying to sell a deal just like last week. Trying to run plays and run it up like the mathletes. It's in my DNA to have hope and make a way. Good energy, I'll hit that MJ fade away. Wie fühlt sich das an, wenn man in so einen neuen Zylinder da runter noch dazu 900 Euro einfach rein drauf? Eigentlich wirklich schrecklich. Fertig? Das ist also das Ergebnis. Guns be by guns, I'ma keep rapping till I turn into an icon. Back against the ropes, kept swinging like Tyson. Back in the booth, now I'm snapping as a python. Had to rise up to the horizon. Use my words to connect, no Verizon. Speak the truth, I'ma show you chase your dreams. I'm living proof, not the industry type, but I'ma grind from the roots. Ooh, see my family struggle from the start. I'ma change the trajectory, put some respect on me. Plant the seeds daily, foundation, that's the recipe. If you walked in my shoes, then you knew this meant for me. Whatever come my way, this was meant for me. Trying to share my story, this is history. Now that's not a mystery. Stop with all that hating, dog, man, this is meant for me. Whatever come my way, this was meant for me. Trying to share my story, this is history. Now that's not a mystery. Stop with all that hating, dog, man, this is meant for me. So Dax, gerades Getriebe, wie immer, oder? Großprojekt. Großes Getriebe, oder? Großes, großes, gerades Getriebe. Okay. Die Lager heizt mich immer auf. Oder wenn wir ein wenig anheizen. So, und jetzt der alljährliche Dax Factory Simmering Montierschmäh, oder? Was geht's? Was du Pech hast, das dann? Schlitzt dem auf, meinst du? Schlitzt dem auf. Mit der Pimpetten. Da gibt es jetzt von der Honda ein paar so Scheiben zum Ausdistanzieren. Und das sind die besagten Distanzen? Das sind die Distanzscheine. Okay. 0,15 soll überbleiben, angeblich. Wenn man sich die Füller näher.
So, da sind jetzt da. Erzähl ich mal die Leute, was da Arges passieren wird. Da kommt auch. Programmierbare Zündung rein. BVL-Lader. Da haben wir einen Anschluss. Ja. Und Zündkurven können wir auch noch umschalten. Okay. Get my heart back, baby. You gotta say something. My skinny jeans, your leggings. No two gon' do better. But you gotta love yourself first. Before I could be that brother. Grow a little, gotta search. Get in touch with your feelings. Know you hate the 9 to 5. You living to catch your spot. I'll be your Mufasa. I'm your Leo, I'm your lion. I don't really care about your health or your diet. No, you hate working and you working sick and tired. I can be the vibe, girl, the vibe that you trying to find. In my mind, yeah. You gotta say something to get my heart back, baby. You gotta say something. Say nothing, I'll find it. Kupplung. Neues Kapitel in diesem Game, oder? Genau. Wir haben dann nie was gefilmt, aber heute ist es soweit. Das ist eine Lamellenkupplung. Ja, von wo gibt's die? Vom Fuchser. Das ja. Heißt Two-Stroke. Ja. Parts. Ja. Du bist ja schon mal gefahren, gell? Bin ich schon gefahren. Ja. Ich habe mein Großgerät drinnen, ey. Ja. Und du sagst, die war auf jeden Fall besser als eine KTM-Kupplung. Auf jeden Fall schöner zum Einstellen und ja. Noch ums Gespieren bissiger. Also beim Weckerfahren, das merkst du schon extrem. Okay. Ja. Da sind die Federn, die was das prinzipiell einmal drucken. Ja. Da hast du da auf der Seite die Gewichter. Ja. Die sind da drin halt gelagert mit einem Bolzen. Ja. Mit der Fliehkraft drucken die nach außen. Ja. An die Lamellen an. Ja. Dass das Ganze reibt. Und da hat das als Wecker steht. Das nimmt halt nachher den Kupplungskorb mit. Okay. Die Kupplung kommt da jetzt rein. Super. Okay, Dags, Motor. Einmal so fertig zusammengebaut. Gerne Motore. Gerne Motore. Was haben wir da unten? Da hast du schon was drauf geschafft, sehe ich da. Da unten haben wir. Ja, da haben wir schon einen Adapter. Ja. Und den Flange. Ist das ist Dags Factory Construction, oder was? Dags Factory Construction. Ja. Alter, sowas Arges habe ich halt noch nicht gesehen, sag ich da. Ja. Na gut, und jetzt kommt das gute Stück in den Motor hinein, oder? Wahrscheinlich. Ah, in den Rahmen hinein. Hast du reingefilmt? Was haben wir da jetzt wieder Spezielles? Da haben wir jetzt einen Aussaugtrakt. Ja. Das Verkehr am iPod. So gehört es natürlich rein. Okay. Den hast du aber selber noch nachgefertigt, gell? Den habe ich selber nachgefertigt. Was der Scheine passt. Ja. Da sehen wir jetzt. Da hinten müssen wir mit dem Rahmen noch was wegnehmen, dass wir damit die Schrauben schön reinkommen. Okay. Und was hast du für einen Argen ausgestürzt? Ich habe den vorher schon links gesehen, nämlich. Bist denn du das Wahnsinn? Der ist auch selber zeichnet und angefertigt. Der ist auch selber gemacht, ja. Wahnsinn. Was für ein Vergasergröße ist da aufgekommen? 20, 30, 28. Okay, nicht schlecht. Wahnsinn. Alexa, stopp.
Siegel aber. Das Wirtschaftskammer-Siegel. Wow. Nächster Halt, nächster Stop. Stehbolzen. 70. 70 mm Stehbolzen. Machen wir. Mhm. Let's go. Die Dax Factory-Konstruktion ist angeschlossen. So habe ich das in meinen Träumen gesehen, mit Hurenmuttern. Wirklich wahr. Hey, angeschlossen. Ja. Super. Dann geht der Fass dann auch. Jetzt wird's ernst, oder? Nächstes Paket aus der Schweiz. Das ist ein Irish. Wo ist das her? Boxer. From the Boxer. Two-stroke.ch. Two-stroke.ch. Org. Und der ist schon mal so groß zusammengemacht, oder wie? John F. Kennedy. Mhm. Sag her mal die Flöten. Ordentliche Pfeifen. Ordentliche Pfeifen hat er gesagt auf TikTok, gell? Okay. I get the money and it's right on cue. Keep the duffel bag up inside my coupe. Hold a couple racks, tell them I love you. You wanna be a boss, do it like I do. Yeah. Get that money, I'm a flex. I get that money, I'm a flex. I get that money, I'm a flex. You now rockin' with the best. I'm the same guy, on the same grind. Busy printing money, watch the paint dry. My intuition told me through the grapevine that I'ma get rich and I ain't lying, yeah. Get that money, I'ma flex. I get that money, I'ma flex. Okay, Leute, und jetzt heute bei Zeug Maxi Factory wieder mal. Wir haben heute eine strenge Agenda, hast du gesagt, gell? Das wird sich heute alles knapp ausgehen. Was steht heute an? Ja, ein Zündung programmieren, Motor abstimmen, Zylinder fräsen, ja. Ein Nachmittag Zeit. Okay, Wahnsinn, he? Brauchen wir fast eine Woche, oder? Ja, jetzt eigentlich schon. Sag's, warum müssen wir den Zylinder jetzt heute dann einmal bearbeiten? Weil ich mit Langhub fahre, mit 46 Hub. Okay. Und da habe ich jetzt unten was weggedraht. Da war die Eilers- und Überströmerzeiten runterkommen, aber mit dem Auslass, den müssen wir jetzt noch mal sehen. Okay. Und für das hast du das Ganze in der Straßenmaxi-Gestell eingebaut, gell? Ja, für das 50-Kubik-Motor außer. Der liegt jetzt schön brav daheim. Ich weiß ja gar nicht, ob der gleich wieder reinkommt. Ich glaube, der wird einmal Kosten verschwinden. Ich glaube auch. Der Straßenmotor, oder wie? Nächste Ausfahrtmotor. Nur 2 Grad erhöhen, ehrlich gesagt. Es war mehr Drehmoment noch. Die nimmt an, dass dir nicht nur um Spitzenleistung geht, oder? Hast du eine gute Zahl im Prüfstein hast, oder? Fahrbar sein, oder? Für die großen Maxen sein. Genau. Eigentlich hat der Tag schon Premium-Vorarbeit geleistet. Ja. Die Steilzeiten sind schon jetzt sehr gut. Mehr klingt jetzt verstanden. Sind schon ziemlich gut und ein bisschen noch besser noch. Und ja, war's dann.
Oberflächen, der ist saugeil, sagt man. Ich schau noch ein paar Kleinigkeiten an, aber oben mal fertig. Das sind die Fortschritte. Ja, schauen wir, ob es ein Fortschritt oder ein Rückschritt ist. Wird man Prüfstand sehen. Das war eh nur im Auslass anpassen halt an den Langhubkurven, weil die Überströmer hat der Tag schon so, halt den Zylinder schon so gemacht, dass die Überströmer halt passen original. Okay. Und jetzt habe ich halt nur mal den Auslass hochfräsen müssen und anpassen müssen. Das war es eigentlich. Ja, und jetzt geht's los und bald. Sieht der gescheit marschierende Zylinder. Ja. Motherfucking intro. I'm just trying to get that money like 1-0-0-0-0-0-0-0-0-0. I'm here with Gino. Hey, Danger, coming with them bangers. Tell me where my paper. Still on the same mission, trying to live major. Don't hate me, hate the game. I'm a player, player. Feeling like Pac, represent. On my block, on my block. Try to knock me down, but I come up on top. Come on top. Yeah, they wanna see me fly. Wie ist das erst, gell, den Unterschied?
Das ist geil, auf das freut man sich dann immer. Muss mich auch mal testfahren lassen damit. Volle Hölle. Wir haben heute eine strenge Agenda gehabt, gell? Aber alles durchgebracht, oder? Ja, wirklich. Also, wie ich das gehört habe, Zündung programmieren im Ausschuss, das habe ich noch erinnern können. Aber Zündung programmieren auch noch dazu. Abstimmen und Zylinder fräsen habe ich mir gedacht, heute unmöglich, aber. Alles ja, durchgebracht. Wir haben mit von 1 bis um 11. Wie sind die Herren zufrieden jetzt mit der Leistung, was sie jetzt da ergeben hat? Ja, es passt, oder? Was sagst du? Brauchbar. Stärkste Luftkühlzylinder, ja. Oder? Was da war in der Zeugmax-Effekte. Ja, das stärkste Luftkühlzylinder. Mega arg eigentlich, was man da war. Endlich einmal das Projekt, das geht ja schon, seit ich in der Runde der Hamling habe, haben wir schon drauf gefreut, dass der das erste Mal am Prüfstand rennt. Ja. Und für das, dass man wirklich jetzt blind das erste zusammengeschickt hat, Auspuff weiß man, ob er 100% passt, gell? Die Feinheiten sind noch nicht gemacht. Und für das gleich so eine Leistung ist eigentlich stark. Und mit dem Spülen, mit dem Feinabstimmen kommt vielleicht noch ein besseres raus und ein bisschen mehr Bandel, ein bisschen bessere Fahrbarkeit noch. Und dann ist das wirklich ein Mörderrenngerät. Also Material ist keine Ausrede mehr dann. Also, Erfolg von den letzten paar Jahren, wo sich das Projekt schon aufgestaut hat, mehr oder weniger. Resümee sind Haufen Leistung für den Motor. Bandel könnte vielleicht noch ein wenig schöner sein. Früher kommen. Badisch, ja, ein bisschen früher, oder? Fanden, ein bisschen mehr Leistung. Ja. Aber wenn ich mir anschaue, was ich da an Leistung gehabt habe, unten. Also, was ich früher Endleistung gehabt habe, mit dem fange ich jetzt eigentlich erst an. Und Kumpi zeigen. Also da ist die Schweiz kann kommen. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Rennen und ja, ich hoffe, dass ich das früh ausfahren kann. Das wirst du brauchen gegen Schreiner, Huser, Buch und Co. Schauen wir mal, was wird. Sag nur Tschüss, bis bald. Tschüss, Baba. Ciao.